PvP ist neu, okay. Ach nee, wow, PvP ist neu. Hallo Leute, da bin ich mal wieder. Schon über einen Monat habe ich, glaube ich, keinen Minecraft-Stream mehr gemacht. Also Surya, da bin ich ja jetzt angekommen, ein Server von Freunden. Und Minecraft habe ich auch eine ganze Weile lang gespielt, den ganzen Januar durch. Im Februar hat sich irgendwie nie die Zeit ergeben. Es war irgendwie viel zu viel Arbeit und viel zu wenig Freizeit. Und ja, jetzt dachte ich mir, jetzt habe ich mal ein paar Minuten, gucke ich doch mal hier in Minecraft mal wieder rein. Ich weiß gar nicht, ob noch die Leute da sind, die ich kenne. Der Schneider ist hier. Den kenne ich noch. Das ist scheint einer der Pro-Gamer, der Pro-Gamer-Senioren, wie auch immer, auf diesem Server zu sein. Aber ich weiß gar nicht, ob Tim und Finn noch da sind. Wie waren denn nochmal die Begriffe, die Shortcuts? Blockbude, Warp, Blockbude, T-Blockbude. Okay, TNT im HD ist noch Chef der Blockbude. Das heißt, die Stadt oder diese PvP-Arena gibt es noch. Jetzt gucke ich mal kurz, was so mein Vermögen, mein Sparvermögen ausmacht auf der Bank. Ist ja witzig, hier gibt es irgendwie neue Anzeigen. Jump Boost, Warp Boost, whatever. Also es hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe in den letzten Zeiten immer wieder E-Mails bekommen, dass auf Minecraft irgendwie neue Sachen eingespielt wurden und irgendwie sind ja auch nicht mehr die Tafeln, sehe ich gerade. Und hier ist auch ein bisschen alles umgestellt. Wer schenkt mir Taler? Wer bist du denn, Alfred? Kontostand. Einzahlung. Auszahlung. Wie, ich habe 0 Taler auf der Bank? Sind die alle weggegangen? Was macht Kurt? Auszahlung schließen. Und Thorsten? Ich habe kein Geld mehr auf der Bank. Wie kann das denn sein? Habe ich noch was in meiner Enderkiste? Ja. Hier. Das sind nicht meine. Zack, die bräune ich. Jetzt können wir mal rein. Also ein bisschen was habe ich hier noch an Zeug, wie ich sehe. Aber irgendwie... Was ist mit meinem Geld? Ah, ich habe auf Tasche. Auf der Tasche habe ich 9000 Taler. Das heißt, die haben mir ein bisschen umgestellt. Ich erinnere mich noch daran, dass die irgendwie gesagt haben, hebt mal euer Geld ab, demnächst ändern wir irgendwas am Finanzsystem. Und scheinbar ist das jetzt der Fall. So, dann zahle ich mal ein. Ich habe ja 3, 3, 4, 6, 8, 9. Irgendwann müsste ja eine Fehlermeldung kommen, dass ich das nicht mehr habe, oder? Kurz den Kontostand angucken. 1100 Taler. Ich habe doch mehr eingezahlt, oder? Darf ich nicht so schnell klicken? Oh, wieso steht denn jetzt einer vor mir hier? Mann, Idiot. 2200 Taler. Klick. Wieso denn jetzt 10? Ah, 3.300, 4.400, 5.500, 6.600, macht er das? 4.3, 4.4, scheinbar dauert das jetzt oder ich mache irgendwas falsch beim Einzahlen. Ich sehe ja unten in der Infobar, wie viel eingezahlt wurde, aber scheinbar dauert das. Ja, ich kann nur alle paar Sekunden ein bisschen was einzahlen. Macht das Ganze jetzt sicherer, anders? Ich weiß es nicht. 7.500. oder? Zack. Ja. 9.500. Na, zurück könnte ich auch klicken, nicht immer komplett zumachen. 1000 Taler, du hast nicht genügend Geld. Jetzt gucke ich nochmal. Money.
791 Taler habe ich in der, im Portemonnaie und 8500 auf der Bank. Okay, gut, dann schauen wir einfach mal. Oh, jetzt regnet es hier gerade. Schauen wir einfach mal, ob ich noch zurück in die Stadt finde. Der Brunnen in der Mitte ist weg, fällt mir auf. Hier war ja mal ein Brunnen und so. Das haben sie alles weggebaut. T-Spawn war das doch, glaube ich, oder? Townie 0. Bin ich nicht mehr in der Stadt? T. Wie hieß die Blockbude? Also die Stadt gibt's noch, aber es gibt nur zwei Einwohner, sehe ich gerade. TNT MHD und Jan. Mehr gibt es hier nicht. Das heißt, ich muss den Tim demnächst mal wieder anschreiben bei Skype und fragen, ob er mich wieder in die Stadt lässt. Weil das Problem hier ist ja immer noch das Essen. Ne? Eventwelt. Farmwelt. Das ist ja immer noch das Essen. Manfred, was kaufte der nochmal? Holz, genau. Und ich habe nichts im Inventar und ich habe auch nichts in meiner Enderbox drin liegen an Essen. Also ich kann noch mal kurz in die Bank gehen, aber ich glaube, so schlau war ich leider nicht, mir da ein paar gebackene Kartoffeln oder sowas reinzulegen. Die TNT-Bohne. Naja, und der Schneider scheint auch nicht mehr in der Stadt zu sein. Spendenkiste. Da kann man Sachen reinwerfen. Ich habe leider nichts zu spenden. Ja, aber sonst scheint sich hier nicht großartig was verändert zu haben. Der Server ist noch relativ voll. Wir waren, glaube ich, bei 150. Ah, ein paar Äpfel habe ich noch, super. Bei 150 Leuten auf dem Server. Also ordentlich was los. Von der Umgebung hat sich halt, wie gesagt, ein bisschen was geändert. Aber sonst sieht es alles noch sehr ähnlich, sehr gleich aus. Was ist das denn, ein Golem? Krass. Und es wird natürlich wieder nach Essen gefragt. Das war hier so mein Schlüsselerlebnis auf Dinecraft. Ich bin fast verhungert und dann kam der Finn und hat mir Essen gegeben. Das war cool. Und dann zocken wir hier noch mal ein bisschen, oder? Wie geht es denn nochmal? Ah. 10 Taler eingesetzt, 10 Taler gewonnen. Super. Damit wir nicht spielsüchtig werden, gehen wir hier einfach mal ganz schnell wieder raus. Ja. Ansonsten hat sich hier, glaube ich, hier kannst du mit Aktien handeln. Dann gucke ich mal, was Aktien handeln geht. Wie das geht, nicht was. Ansonsten muss ich mich hier, glaube ich, erstmal wieder reinfinden. Ich meine, ich habe im Januar, glaube ich, jeden Tag hier Videos aufgenommen und ein bisschen gespielt und erzählt. Und den ganzen Februar habe ich nichts gemacht. Und jetzt ist der März ja auch schon wieder zur Hälfte rum. Und jetzt bin ich mal wieder hier und gucke mich hier um. Und habe schon wieder Spaß dran. Also so ein bisschen zumindest. Ja, jetzt laufen wir nochmal kurz ganz hoch in den Turm. Ich glaube, das ist der Leuchtturm oder so. Hier kommt man nicht weiter runter. Ich könnte dann vielleicht in den Abgrund springen. Nee, geht auch nicht, weil ich kann hier ja nichts verändern. Von der Einrichtung. Aber keine Möglichkeit, hier was aufzuklappen oder wie auch immer was kaputt zu hauen. Ich glaube nur temporär. So, wird es gleich wieder ersetzt. Ja, gut. Das ist mal wieder ein kurzer Besuch auf Dinecraft gewesen. Ich muss mal schauen, dass ich den Schneider mal kontaktiere. Den habe ich ja vorhin hier schon gesehen im Stream, als auch als Avatar. Und den TNT im HD, also den Tim, mal anschreibe, ob er mich wieder in die Stadt reinnimmt. Momentan hat er mich, glaube ich, feinsäuberlich entfernt, weil ich einfach mal nicht mehr online war. Und das ist ja auch nur mehr als verständlich. Ne? Gut. Was haben wir hier? Psycho-Opfer versucht hier gerade die Wände einzureißen. Dann danke ich mal wieder fürs Zuschauen und mal schauen, wie oft ich es hinbekomme, Minecraft wieder aufzunehmen. Und mein Telefon klingelt gerade. Das wird der Andreas sein. Also dann, bis bald.